Ich habe eine Oase gefunden. Was gefunden? Ich habe eine Oase gefunden. Eine Steueroase. Er ist nicht so infam, dass sie für Steuergerechtigkeit werben, diese SPD. Ja. Da kann man nur sagen, Krumm-Ex und Scholl. Genau, die SPD müsste echt mal an die Macht kommen. Sei es hier, sei es hier als Bürgermeister oder im niedersächsischen Landtag oder in der Bundesregierung. Haben wir doch alles schon gehabt. Und hast du gesehen, was bei rausgekommen ist. Wir haben doch nicht ohne Grund haben wir den Önay, den jetzigen Bürgermeister. Das heißt Önay. Weil die alle total hoch korrupt sind. Und unser sowieso Verteidigungsminister, der hat also auch so viel Dreck am Stecken, das glaubst du gar nicht. Sagen, das Maß ist voll, ne? Dumme Gesichter aufnehmen. Ich auch. Ja, wie heißt du? Siak.
Ja, also Wolfgang. Hi, Wolfgang. Auf YouTube. Wo kommt das? Bei YouTube. Bei YouTube. Du musst du gucken, weil es reicht. Also Hofer. Es reicht. Ist diese Partei rechtsextrem? Nein, überhaupt nicht. Hat mit Partei gar nichts zu tun. Ja? Überhaupt nichts mit Partei. Was ist eine Bewegung? Was zählt ihr denn genau? Das ist ja, mittlerweile haben wir ja nur so viele Probleme. Du siehst es doch jetzt. Ja, geht das die Welt ist am Arsch. Ja, aber richtig, ne? Ja. Man braucht es gar nicht mehr. Also, man hat es im Vorfeld gesagt und keiner hat zugehört. Ja. Und jetzt läuft das Ding, weißt du, wir sind total im Abrutschen. Ne? Ja. Und die Leute. Ja, in Deutschland. Geh mal da hinten, guck dir mal an. Die Reichen, die haben immer noch Wissen geht nicht mehr. Und die Armen selber, die wissen gar nicht mehr. Guck dir an, was da los ist. Wie die Leute da hier auf dem Asphalt liegen. Drogensüchtig bist du geht nicht mehr. Ich finde es aber gut, dass sie sich engagieren. Ja, wir sind aufstehen und reden. Wir sind als solche sind wir im Endeffekt das schlechte Gewissen für die anderen. Ja, aber im Endeffekt ist aber, kann man fast nur sagen, ja, wir haben was dagegen gemacht, aber wir erreichen nichts. Wenn die Leute nicht insgesamt mal anfangen ins Denken zu kommen, wir haben hier, jede Woche haben wir hier die Schneemänner. Wir haben jedes Mal haben sie etwas, entweder sind sie für Julian Assange, damit er freikommt. Ja. Aber es gibt so viele Aktionen, aber die Leute sind ignorant, bis zum geht nicht mehr. Die sind abgestumpft. Die sind abgestumpft, denen interessiert es auch nicht, wie es den anderen geht. Es geht immer darum, Hauptsache mein Kreis, in dem ist alles in Ordnung. Aber du hast gesehen, durch die Pandemie selber sind die Familien auch zerrüttet. Ja. Menschen sind wie Gehirn gewaschen. Ja, aber richtig. Nicht mehr bewusst. Aber richtig, die leben nicht mehr im Jetzt. Die leben nur noch hier für ihren Konsum. Guck das mal an hier. Ja? Weißt du, diese Schuhe, wenn du Glück hast, halten sie 2 Jahre, dann fallen sie von Füßen, weil der Kleber nichts braucht. Wird aber in fremden Ländern hergestellt, wo die Leute nichts dran verdienen. Die müssten ihren ganzen Monatslohn bezahlen, um ihre scheiß Adidas-Schuhe, die sie selber herstellen, sich kaufen zu können. Das stimmt doch was nicht. Ja. Ja? Das heißt, also im Endeffekt, es geht nicht um die Erzeugerpreise, sondern es geht darum, die Leute, die sind mit der Marge nicht zufrieden. Die wollen immer mehr verdienen. Das reicht ja nicht, wenn sie die Leute ausquetschen, dann, die wollen noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich wünsch mir, es wär wieder mal Sommer. Ich spiele am offenen Fenster Klavier. Die Damen schauen heimlich nach oben. Und eine will sogar zu mir. Draußen spielen die Kinder mit Scherben. Und eines trifft eine Flasche im Flug. Der Hauswart ist schon wieder beim Sterben. Ich lehn mich raus, ich krieg nicht genug. Steht Gabi ist doof. Auch wenn sie sagt, sie kann mich nur leiden.